Bilder aus Deutschland. Nach der Präsidentenwahl in der Türkei im Mai letzten Jahres feiern bundesweit zehntausende türkischstämmige Menschen euphorisch den Wahlsieg von Präsident Erdogan. Der türkische Autokrat schafft es immer wieder, hierzulande die Massen zu begeistern. Kommt nun der nächste Schritt, um sich weiter politischen Einfluss in Deutschland und Europa zu sichern? Anbieten dafür würde sich die neu gegründete politische Vereinigung DAVA. Auf Platz 1 der Liste für die Europawahl steht Fatih Singal, bis vor kurzem Führungsmitglied der UID, eine Lobbyorganisation von Erdogans Partei AKP. Die Kritik findet er unbegründet. Mit Erdogan habe DAVA nichts zu tun. Sie waren ja bei der UID in führender Position. Ist das dann glaubwürdig? Wir suchen andere Herausforderungen. Wir möchten über Probleme von Menschen sprechen, mit türkischer Zuwanderungsgeschichte, mit muslimischem Background, was für Probleme sie innerhalb der deutschen Gesellschaft haben. Wir möchten uns über latenten Rassismus unterhalten. Und deswegen haben wir die sonstige politische Vereinigung DAVA gegründet. Fest steht, Fatih Singal hat als UID-Funktionär jahrelang die Wahlberechtigten für den türkischen Präsidenten mobilisiert. Wer wird der nächste Präsident der Türkei? Auch die anderen DAVA-Spitzenkandidaten haben klare Verbindungen nach Ankara. Mustafa Yoldaş war Funktionär der Organisation Milli Görüş, die vom Verfassungsschutz als islamistisch eingestuft wird. Eine von ihm geführte Hilfsorganisation wurde verboten, nachdem rauskam, dass Gelder auch an die Hamas flossen. Und schließlich Ali İhsan Ünlü, Funktionär bei DİTİB, dem türkisch-muslimischen Dachverband, der Religionsbehörde Diyanet in Ankara untersteht, und die Präsident Erdogan. Hinter DAVA stecke die türkische Regierung, sagt CDU-Politiker Ali Toprak. Und die türkischen Medien, die von Erdogan kontrolliert werden, die gleichgeschaltet sind, werden massiv diese Partei unterstützen. Und ich befürchte noch mehr gesellschaftliche Spaltung durch diese neue Partei in Deutschland. DAVA will sich an alle Muslime richten, die sich angeblich von der deutschen Politik nicht berücksichtigt fühlten. Das größte Wählerpotenzial sieht sie bei den Türkeistämmigen. Etwa 2,8 Millionen leben in Deutschland. Davon haben rund 1,5 Millionen die deutsche Staatsangehörigkeit. Durch die Neuregelung beim Doppelpass könnten mehr als 1 Million potenzielle Wähler dazukommen. Sicherlich werden nicht alle Türkeistämmigen hierzulande DAVA wählen. Der bayerische Ministerpräsident sieht sich dennoch bestätigt. Wir brauchen keine Beeinflussung von außerhalb. Und deswegen soll die Ampel auch noch mal über Staatsbürgerschaftsrecht nachdenken, ob diese schnelle Einbürgerung nicht noch ein zusätzlicher Schub sein könnte, gerade für die Pläne von Erdogan. Wir lehnen es jedenfalls ab. Kein Problem hat Markus Söder dagegen mit dem türkisch-muslimischen Dachverband. Auch beim letzten Fastenbrechen besuchte er ausgerechnet DİTİB. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob man sich mit Vereinen beschäftigt, die auch für Integration mitarbeiten, oder ob man umgekehrt eher in die Situation kommt, dass eine Partei gegründet wird, die tatsächlich auf den Befehl von Ankara hört. Das kann nicht sein. DİTİB soll an der Integration mitarbeiten, deren Imame nachweislich Erdogan-Gegner ausspionierten und die immer wieder Propaganda für die Angriffskriege der türkischen Armee machte? Mein Appell an die CDU/CSU ist, statt sich am Staatsangehörigkeitsrecht abzuarbeiten, guckt mal in eure eigenen Reihen rein. Und nicht da so reden in der deutschen Öffentlichkeit und den türkischen Vereinen dann kuscheln. Das machen fast alle deutschen Parteien. Auch das muss mal ein Ende haben. Von den SPD-Parteivorsitzenden war niemand zu einem Interview zu DAVA bereit. Und der Fraktionsvorsitzende zeigt sich auf einer PK schmallippig. Ob diese Partei in irgendeiner Form hier Relevanz bekommt, das werden wir in der Diskussion dann sehen. Als Werbegesicht für seine künftige Partei sagt uns Fatih Singal, wünsche er sich Mesut Özil. Der nach massiver Kritik wegen seiner Nähe zu Autokrat Erdogan von der Nationalmannschaft zurücktrat und dann Rassismus beklagte.